Sie haben es angesprochen, es gibt natürlich Menschen, die Ängste haben vor der Impfung. Aber wie groß schätzen Sie die Gruppe der tatsächlichen Impfverweigerer ein? Ich kann es jetzt größenmäßig nicht fassen. Was ich aber schon weiß, ist, dass diejenigen, die am Ballhausplatz demonstrieren, die demonstrativ auch ohne Maske und ungeimpft auf die Straße gehen, sicher nicht diejenigen sind, die wir als Erste ansprechen wollen. Da gibt es ganz viele, die große Ängste haben, die nicht sozusagen irgendjemanden beschimpfen und hier lautstark brüllen, vielleicht sogar noch antisemitisch um sich werfen. Auch das sehen wir leider und ich möchte das auch ganz dezidiert wirklich verurteilen, sondern ich möchte auf die zugehen, die sagen, sie haben Angst davor, die vielleicht auch gar nichts sagen, weil sie zu Hause sind und sich womöglich alleine gelassen fühlen, sich isolieren, weil sie vor der Krankheit Angst haben oder vor der Impfung Angst haben. Auf die Menschen möchte ich zugehen, die möchte ich erreichen und ihnen wirklich sagen, es gibt die Möglichkeit, auch Gespräche zu führen. Und ich kann nur sagen, ich bin jetzt zum dritten Mal geimpft. Ich fühle mich seither sicherer und dennoch bin ich vorsichtig. Ich trage Maske, ich wasche mir regelmäßig die Hände, desinfiziere sie und ich denke, wir brauchen all diese Maßnahmen gleichzeitig, wenn wir aus dieser Pandemie irgendwann endlich rauskommen wollen.